Wir sind immer noch in Maspalomas und fragen uns, wie sollen wir das alles hier nur an einem Tag erkunden? Wie ihr hört im Hintergrund, hier ist richtig Stimmung. Also bleibt dran! Haben schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Kann uns jemand mit dem Strandbuggy abholen oder vielleicht mit einem Kamel oder sowas oder mit einem Dromedar? Man sagt ja Dromedar, Entschuldigung, da komme ich immer leicht drauf. Ja, ja, also Dromedar ein Höcker, Kamel zwei Höcker, wir haben es verstanden. Und nee, Dromedar und was anderes und das gehören beides zu den Kamelen. Naja, wir sind immer noch hier in der Wüste, es geht zum Wohnmobil. Wir knechten uns hier mal ein bisschen durch. Ja, es ist relativ ruhig hier und hier gibt es die ungeschminkte Wahrheit. So sieht's aus, Leute. Und so sieht's auch bei jedem aus, wenn gearbeitet wird. Apropos gearbeitet wird, was kommen da für Bläschen aus den Eiern raus? Apropos Eiermops, wann hast du eigentlich schon mal Eier gekocht? Keine Ahnung. Wie lange laufen die denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Du weißt es nicht? Ja, der Mian hatte sich jetzt irgendwie Eier gewünscht, sagte im Laden, können wir ein paar Eier haben? Und ich denke so, ja, okay, gut, dann komm, nehmen wir so einen 6er-Pack Bio-Eier mit. Aber ich weiß gar nicht, wie lange wir die kochen müssen, damit die durch sind. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal im Internet weiche gucken. Eier und harte, was will ja, er denn? Ja, aber der will, ich glaube, so ein hartes Ei haben, ne? So, dass das pellen kann und essen kann. Also das heißt, ja, Google, die Suchmaschine ist gefragt. Ihr könnt es natürlich auch mal drunter schreiben. Aber bis dahin sind ja die Eier schon gekocht. Also wenn ihr drunter schreibt, ist das Ei ja schon längst fertig. So, der Illo holt die Eier raus. Leute, da sagt er gerade tatsächlich zu mir, kannst du das nicht auch benutzen zum Haare waschen? Also ich glaube vielleicht von den Nährstoffen irgendwie oder so ist vielleicht gut für die Eigenschaften. Das ist sehr, sehr heiß. Für Haare waschen. Aber ganz ehrlich, ich sag zu ihm, dann stinken nur meine Haare danach. Es riecht wirklich sehr, sehr schwefelig, also sehr eierig. Ich habe auch Ewigkeit kein Ei, also so gegessen. Aber Leute, das kannst du nicht leben. Ich soll damit meine Haare waschen. Also wisst ihr Bescheid, wenn er uns mal trifft, und wir stinken nach Ei. Dann liegt es daran, weil ich das Eikochwasser für meine Haare benutzen soll. Ja, sie pellen gerade das Ei und es ist mega heiß. Ich habe gerade schon zu gesagt, tut man nicht Eier abschrecken, nachdem man sie gekocht hat? So habe ich es irgendwie in Erinnerung. Abschrecken. Abschrecken. Das ist doch nur Spaß, ne? Aber bitte jedes einzelne, das sind 6 Stück, ja? Ja, ja. Eins hast du jetzt abgeschreckt. Du hast übrigens den Toaster auf dem Gebissen. Ja, ich sehe gerade, ich sag, was ist denn hier los? Wir warum haben Toasterbruch. Ich habe den nicht runtergeschmissen. Ich weiß es. Nee, ich habe den gestern, wo ich wieder auf Toilette war und die Tür auf hatte, habe ich den auf dem Boden gesehen. Oh nein. Und wer war es gewesen? Ich habe es doch nicht mitgekommen. Ich habe den nur auf dem Boden gesehen. Ah, okay. Wer war es denn wohl? Wer war es denn wohl? Mama. Ich glaube, ich habe ihn erwischt, aber die Schränke sind noch heile. Wir müssen mal positiv sehen. Ja, die nächste Unternehmung steht. Rechts von uns der Golfplatz. Hier geradeaus durch, hinten stehen die Camper. Also von hier aus ist es nicht weit. Hier kamen wir gestern auch raus, wo wir die schöne Dünentour gelaufen sind. Ihr seht es gerade eben, also wir werden gerade eben, die Roller, die werden hier angekettet, ne? Das ist natürlich praktisch. Wir haben ja auch immer so ein Schloss dabei. Auch so ein kleines Schloss könnte natürlich Mops mal verlinken. Und ja, es zieht uns zum Camelos.
Ja, wieso nicht? Wir haben gesagt, okay, wir gehen nicht reiten mit den Kindern. Wir haben den Kindern das auch erklärt. Wir versuchen ein bisschen bewusst, das auch zu erzählen und so weiter. Aber mal gucken kann man auf jeden Fall. Und hier sieht man es, hier kommt man dann bis zur Kamelstation. Vielleicht können sie mal kurz, ja, ist jetzt richtig, mal kurz drauf sitzen, mal gucken. Na ja, ist immer so ein Kompromiss. Hier seht ihr auf jeden Fall mal die Tour vom gestrigen Video oder vom letzten Video. Also hier war ja dieser See, wir kamen von hier unten ist der Leuchtturm. Dann sind wir hier einmal zack hoch und wir waren wirklich nur auf den Dünen. Deswegen habe ich auch gesagt, hey, wir zeigen hier so ein bisschen. Also ich glaube, man kann mittig rein. Wir haben uns dann hier hochgekraxelt und sind jetzt dort oben. Naja, wir schauen mal, wie es dort ist und gucken uns das Ganze mal an. Ja, da ist die Station jetzt. Wir gucken uns das Ganze natürlich mal von drinnen an. Also ja, wo sind die Tiere? Einfach auch den Kindern zu sagen, hey, was passiert hier eigentlich? Ne? Also hier ist eine Riesengruppe natürlich. Es geht gleich in die Wüste los. Also es wird natürlich ein Traumritt sein. Ne? Also so viel ist klar. Hier läuft es auch ein bisschen anders einfach. Ja, hier ist so ein Sitz, links wie rechts. Ja, ist gang und gäbe, Leute. Hey, wir sind die Menschen, wir sind die Größten. Wir haben Verfügung darüber. Wir können A, mit den Tieren natürlich Geld verdienen. Wir selber haben es in Marokko auch gemacht, aber nach der Quad-Tour haben wir einfach gesagt, okay, komm, mit dem Quad war einfach geiler. Ja, genau, so ist die Entscheidung. Deswegen gucken wir jetzt hier drin uns einfach mal. Siehst du, der will nicht. Naja, jetzt geht's los. Ja, aber das ist halt, ne, das, man muss es auch mal, wir müssen einfach offen die Tatsachen in den Augen sehen. Ja, ja, die müssen halt, ne. Ja, deswegen, ne. Na gut. Das ist nicht meins. Es ist auch wirklich heiß jetzt gerade eben. Ja, für diejenigen, die die Infos haben wollen. Erwachsener 15 Euro, Kinder ab 3 bis 12 10 Euro. Und hier steht, denen liegt das Wohlergehen und die Gesundheit der Tiere am Herzen. Und sie bitten um Verständnis, dass das Gewichtslimit pro Person auf 110 Kilo ist. Pro Person, das heißt 220 Kilo. Und ja, sowas muss es natürlich aber trotzdem auch geben und gibt es halt auch einfach. Das, ne? Muss ja also wieder jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Wir wollten einfach nur mal hier gucken. Wir dachten, es ist vielleicht eine schöne Kamelfarm, wo die Kinder die Tiere so grasen sehen können oder so. Ne? Ja. Ja, wir müssen es positiv sehen. Also ne, es kann auch ein cooler Trip sein vielleicht. Ne? Ja, es macht sicherlich Spaß, keine Frage. Aber ich mag es jetzt nicht und hier ist jetzt wirklich Tourismus. Ne? Also es ist nicht, ich würde mal sagen, ich war ja in Marokko auch nicht, ich war auch schwanger. Aber da war noch eine andere Sache, das war ein kleiner Kamelbauer und hier ist halt Massentourismus. Ich kann mir vorstellen, dass ihr hier wirklich den ganzen Tag, ihr seht ja wirklich, was ein Andrang hier von Leuten ist. Hier ist es halt den ganzen Tag ne? Und guckt dir mal so die Tiere da an, ne? Das, ja. Gar nicht weit von dem Platz, wo wir stehen und wo das mit den Kamelen ist, ist hier ein botanischer Garten. Guckt am besten mal vielleicht bei Google Maps oder so, wo das genau ist. Der hat jetzt gerade geschlossen. Wir finden leider für euch keine Öffnungszeiten hier gerade. Die stehen nicht. Aber der ein oder andere mag sich den vielleicht angucken. Also wir sind jetzt hier. Hier ist auch die Information. Und hier steht halt, dass dieser kleine Weg, dieser schwarze Weg, der dauert wohl 15 bis 20 Minuten. Und der helle Weg, der dauert 25 bis 30 Minuten. Das hatten wir jetzt gerade gesehen. Und vielleicht mag ja mal jemand hier spazieren gehen. Von daher wollten wir euch diese Info nicht vorenthalten. So, kurze Pause hier an den Wohnmobilen. Mittagessen war angesagt. Jetzt geht's los, wir nehmen den Bus. Klar, ich kann euch auch ganz kurz noch mal zeigen, wo wir stehen. Also wir stehen immer noch da, wo wir gestern standen. Also hier ist wirklich sehr, sehr ruhig und immer noch irgendwie Potenzial, dass man immer noch mal kommen kann. Vielleicht stehen die anderen Camper ja auch länger. Vielleicht sind sie am gleichen Tag gekommen. Ich weiß es nicht genau. Hier ist auf jeden Fall die Bushaltestelle, womit ihr auf jeden Fall Richtung Westen kommt, wie auch natürlich da vorne zum Leuchtturm. Und da hinten, das ist jetzt schon ein Stückchen. Da laufen wir jetzt hin, da geht es jetzt in die andere Richtung, denn wir wollen heute Richtung Osten. Ja, vielleicht genau richtig ausgestiegen. Also von hier aus können wir super von der Strandpromenade ja, auf die Dünenlandschaft zulaufen. Das ist ja auch unser Ziel, uns dort ein bisschen umzuschauen. Und ich überlege gerade eben, ist es hier vielleicht das S-Arenal von Mallorca? Ich weiß es nicht.
der Ballermann hier. Also Leute hier, also die sprechen hier wirklich alle Deutsch. Ich kann mich gerne nochmal wiederholen. Und ja, hier versammelt man sich einfach, ne? Und hier vorne das mit den Buchten, das sieht schon richtig schnuckelig aus. Und ja, wenn der Sand hier liegt, ist natürlich auch überall hier, ja, gute Sicht aufs Meer, ne? Ja, wir nähern uns gerade eben dem Herzstück wahrscheinlich hier der ganzen Insel, der kompletten Touri-Meile. Also so ein richtig schön langgezogener Sandstrand, das sieht richtig herrlich aus. Ja, wir taumeln hier noch so ein bisschen lang, haben auf jeden Fall da unten gesehen, da unten gibt es also direkt nah einen Parkplatz. Ist natürlich auch gut für euch, falls ihr woanders hier auf der Insel einfach seid, einen Mietwagen habt und so weiter. Also man kommt echt sehr, sehr nah ran und von hier aus sind dann natürlich auch alle Türen offen. Ja, für alles, was man so erledigen möchte und ja, wir finden es gerade richtig interessant. Also hier oben so an der Lage sind überall so kleine Casas, ne? Und ja, jeder hat so den eigenen Pool, also wir sind ja wohnungslos und irgendwie denkt man sich hier unten, ja, in dem Klima, wo es im Sommer nicht zu heiß wird, heute sind auch 31 Grad hier, also es ist auch heiß, aber ja, das hält sich ja hier alles so und der Wind leicht immer und auch diese ganzen Buchten hier unten und so weiter, da ist nicht viel los, ne? Und hier verläuft es sich eigentlich auch sehr gut, ne? Also ich glaube, das ist ein guter Spot hier auch. Ja, ich sagte ja, hier unten kann man auch am Strand parken. Ich sagte das auch schon zu Daniel. Aber ich sehe gerade eben, also eine Höhenbeschränkung 2,40 Meter hier. Natürlich, wenn man einen Mietwagen hat, dann ist es auf jeden Fall eine super Sache. Und man ist dann hier natürlich wirklich im zentralen Punkt angekommen. Also besser geht es gar nicht. Ne? Ich bin gerade eben schon hier vorne durch die Meile gelaufen. Und ja, deutsche Musik, es ist hier einfach wie in Deutschland. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich jetzt gleich hier mal irgendwie runterkomme. Dann kann ich euch natürlich auch ein bisschen was zeigen, so viel ist klar. So, und zack, mal runter. Also hier auch mehrere Lokale, wo Fußball angeboten wird und so weiter. Und ja, also hier lässt es sich schon leben. Ne? Also ich sag ja, das S-Arenal wahrscheinlich hier von Malle ist Maspalomas hier auf Gran Canaria, so viel ist klar. Und ich glaube mal, hier ist eine Eisdiele unter anderem, wo natürlich dann die Wünsche ganz schön groß sind von den Kindern und die Augen natürlich immer größer werden. Ja, wieso nicht, mitten am Tag. Sowas haben wir lange nicht mehr getrunken. Also bei der Verlobung noch mit Mops haben wir uns einen so einen Teil geholt und ein paar Shandys definitiv. Aber ja, wir trinken ja momentan, trinken wir ja nichts Süßes und ja, immer noch irgendwie keine Süßigkeiten und so weiter. Also wir haben richtig Lust, das weiterzumachen. Da vorne haben wir auf jeden Fall gesehen, da kann man Cappies bedrucken lassen. Da vorne ist eine Bar und so weiter. Und ja, wir lassen uns hier so ein bisschen lang gleiten. Also jeder hat jetzt was. Der Daniel hat auch ein schönes Desperado. Mops hat einen schönen Apfelsaft bekommen. Ist ja logisch, die stillt ja, ne? Ja, Mops sagt ja, hier geht die Party ab. Hier ziehen sie alle jetzt in den Club rein. Natürlich auch uns. Wir haben musikalische Kinder dabei. Freigeister. Den Mian sieht man hier gerade eben schon mit der Rassel. Und ja, auch die beiden Jungs vom Daniel, die sind natürlich mit dabei. Und wir wurden schon gefragt, wollt ihr euch setzen? Ja, wir haben ja gerade schon was geholt. Aber ja, ist doch ein schönes Abenteuer. Wir haben gerade auch ein paar Kleingeld, haben wir schön Kleingeld hingelegt. Und das ist doch ganz interessant. Hier beim Fischbar Playa de Igles. Wir laden Sie herzlich dazu ein, Leute. Wir hatten sowas mal gemacht. Wer wird hier seine Füße reinhalten? Also wir haben ja heute eh jetzt schon das Thema sehr hoch und natürlich ist das auch nicht gerade das, was man sich so vorstellt, aber vielleicht bringt es ja wirklich was, ne? Dass ein bisschen die Hornhaut, glaube ich, abgeknabbert wird. Naja, wir lassen uns hier mal ein bisschen weiter gleiten.
Ja, natürlich gibt es hier auch Strandtücher, Sonnenbrillen und so weiter. Es wird einem die ganze Zeit angeboten, also gar kein Problem. Hier haben wir gerade eben mal ein sehr, sehr schönes Bild von außen. Ne, so auf die Dünenlandschaft drauf. Und ich habe gerade schon zu Daniel gesagt, hey, wenn so ein Teil hier steht, dann verdienen wir doch kein Geld. Aber es scheint wohl schon abgeschrieben, scheinbar. Und ihr seht natürlich auch, welche Möglichkeiten hier bestehen. Also von das Bananenboot da unten, das haben wir gerade schon gesehen. Die Teile haben wir schon beim Lidl gesehen, das hat man im letzten Video gesehen und. Also die Möglichkeiten sind einfach super groß. Und ja, wenn man dann hier baden geht, das ist vielleicht auch eine gute Info. Also hier vorne ist eine Toilette, direkt für 3 Euro oder auch mal duschen für 3 Euro. Ja, und das ist doch auch mal klasse. Hier hat der Spar-Express sofort eine Eisdiele vorne dran. Das habe ich ja noch nie gesehen. Also auch sowas muss es natürlich geben. Ja, ich sehe es gerade eben. Warsteiner gibt es hier vorne an der Strandarena. Schöne Grüße. Ja, hier aus der Felddienstarena definitiv. Sieht man es. Hier vorne sind die Schalker fahren. Wo ist das Westfalenstadion? Ich suche es noch. Naja, erstmal schöne Grüße in die dritte Liga. Naja, komm, wir drücken mal die Daumen hier. Das wollen wir natürlich auch nicht. Die Schalker wollen wir eigentlich gerne in der ersten Liga haben. Nicht, dass mich jetzt jemand hier nicht mehr mag. Also mir ist das eigentlich ganz gleich, ganz ehrlich. Natürlich bin ich ein bisschen Dortmund, aber die Schalker wollen wir auch da haben. Sonst können wir kein Derby spielen, ne? Ja, und die Augen wären groß. Da vorne ist das Hardrock-Café. Ja, sowas gibt es natürlich überall. Mich würde mal interessieren, was steht dort auf dem T-Shirt? Wahrscheinlich Gran Canaria. Das wird wahrscheinlich das Einzige sein. Auf Teneriffa haben wir es so ein bisschen verpasst, ehrlich gesagt. Ja, kleine Pause. Wir haben den Mian im Sand gelassen, in den Dünen. Mian, du siehst ja richtig lecker aus. Wie kriegen wir das denn jetzt ab? Wie sollen wir das wegmachen? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ja, die Strandmeile haben wir einmal schön durch. Hier unten kamen wir raus. Und man hat es da unten schon gesehen, aus diesen Restaurants in der Kurve. Ne? Also die sind echt ganz stark zu empfehlen, weil es gibt einfach diesen Blick auf die Dünenlandschaft. Und jetzt mal ja, von ganz nah. Sieht ganz gut aus. Ein Stückchen nach rechts. Das sieht gut aus. Ja, mittlerweile sind wir hier in der Cita und wir haben schon einiges hier gesehen. Also Deutschland ist hier, das kann ich euch sagen. Da vorne die deutschen Backwaren, oben der Ruhrpottstollen von Schalke über ja, Dortmunds Heikes Bar und so weiter alles. Also ja, auch da vorne ein schöner Bioladen, da hatte Mops sich gerade eben wahrscheinlich wieder irgendwelche Sachen geholt. Das habe ich jetzt gar nicht ganz mitgekriegt. Ein sehr, sehr erfahrener deutschsprachiger Mann, da kann man natürlich mal reingucken. So, wir nehmen jetzt den Bus und der macht hier immer die Seitentür auf. Hier muss ich auf jeden Fall immer den Roller reinpacken. Ja, und jetzt geht es erstmal zurück zum Häuschen, ne? Zum Wohnmobil. Yeah, yeah. Yeah. Was ist das größte Ziel für dich? Willst du fliegen? Nein, nein. Du willst unendlich leben. Ich auch. Hab das Wissen nicht geparkt, so wie schlau, Bin kein Richter oder Arzt, doch ich schau mich um. Ja, wenn du mir so erzählst, okay, die Welt wär flach. Ja, das muss ich selber sehen, ich hab selbst gedacht. Ich wollte schon immer mit Rakete hoch ins All hinaus. Ich will es sehen, wie sieht die Welt nur von dort oben aus. Ja, mittlerweile ist der nächste Tag und ich sitze hier schon draußen auf der Straße. Wir haben gestern den Bus natürlich noch gut zurückgenommen. Und ja, wir haben da gestern was gebucht. Ja, was könnten wir denn gebucht haben? Ich glaube, wir haben es schon ein bisschen durchblicken lassen. Es geht um einen Mietwagen. Wir wollen natürlich mit den großen Trümmern, oder was heißt wollen? Wir können nicht überall hinkommen. Mit einem Mietwagen kann man mal schnell irgendwo anhalten. Man kann die Sachen per Fuß ablaufen, sich das Ganze angucken. Also auch eine Top-Empfehlung an euch. Wir hatten jetzt aber so ein bisschen eine Wartezeit. Deswegen sind wir auch erst mit dem Wohnmobil hochgefahren, ganz ehrlich gesagt. Weil die Preise einfach gerade in den Ferienzeiten extrem hoch waren. Das Ganze schwappt wahrscheinlich jetzt in den einen Bundesland, ist ein bisschen früher Osterferien, dann länger, ich weiß es nicht genau. Jetzt auf jeden Fall ist der Zeitpunkt, wo auf einmal ein Mietwagen nicht mehr 100 Euro kostet, sondern 20 Euro kostet. Und dann haben wir gestern Abend einfach gesagt, komm, wir buchen das ganze Ding mal und wir werden uns das mal antun. Ja, wir freuen uns, was es natürlich alles gekostet hat. Wie es läuft, wie es funktioniert, wie der Tipp natürlich an euch ist.
Das erfahrt ihr im nächsten Video hier bei Illo und Mops. Wir machen Gran Canaria unsicher. Einschalten. Bis dann. Ciao.